Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Und wir sind in den entscheidenden Wochen. Wir haben noch 4 Wochen, bis die Season beendet ist. Diese 2 Wochen hier und dann nochmal 2 weitere Wochen. Momentan ist der Stand folgendermaßen. Wir sind auf einem Platz, der knapp vor den Playern ist. Insgesamt haben wir 2 Niederlagen mehr als die Super Jets, aber wir haben 2 Siege weniger als die Superjets, aber 4 Niederlagen mehr. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Gegen die Superjets selber spielen wir auch nicht mehr. Bedeutet also, es werden alles extrem wichtige Spiele. Man kann sich eigentlich kaum erlauben, hier Spiele zu verlieren. Wir gehen ein bisschen vor, gucken mal, wie es so wird. Und schauen mal, ob wir hier irgendwie es hinkriegen können, ein paar Siege reinzufahren. Wenn man ehrlich ist, braucht man eigentlich gerade in diesen ersten 2 Wochen direkt mal in diesen, 7 Spiele, mindestens 5 Siege, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Wir werden direkt reingehen hier gegen die Sacramento Kings. Da haben wir ja zuletzt schon mal gezockt gehabt. Aber hier gehen wir direkt wieder rein und gucken mal, ob wir hier in 5 Minuten 6 das nochmal umdrehen können. Es sind 4 Punkte momentan Unterschied. Gehen auch nochmal kurz rein ins Playbook. Also wieder das Sixers Playbook, warum auch immer. Und wir müssen jetzt natürlich versuchen, möglichst das hinzukriegen. Nikola Jokic mit dem Screen. Joseph. Joseph macht ihn dann easy rein. Hat ihn reingemacht. Wir haben, glaube ich, St. Patrick's Day, wenn ich die Grafik richtig sehe. Mal gucken, ob wir so ein bisschen Glück haben. Jetzt hier Jaren Jackson Jr. Murray. Pennington verteidigt das. Nicht schlecht an sich. Hat ihn aber dann den Dreier gelassen. Das darf George Pennington so nicht machen. Hat da ein bisschen zu viel Platz ihn gelassen. Und das hat er dann gleich ausgenutzt. Und Pennington geht da einfach vorbei. Macht den aber nicht rein. Eigentlich wollte ich den auch danken. Weiß auch nicht, warum er da abge... Naja. Gut. Ist halt so. Murray. Macht ihn rein. Easy. Keegan Murray nimmt hier gerade Verantwortung. Drew Joseph, stark. Drew Joseph hier von der Bank mit 22 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists. Also er bringt hier ordentliche Scoring Power. Und jetzt hier vielleicht die nächste Möglichkeit. Na, Pennington stört da dieses Mal. Entscheidender. Markkanen. Jetzt haben wir Jokic. Joseph mit dem Fake gibt den nochmal ab auf Nikola Jokic. Und der wird weggeblockt von Jaren Jackson Jr. Der wird brutal weggeblockt, da kann Nikola Jokic nicht so einfach hier treffen. Und dann machen sie hier die nächsten rein. Also wir kriegen es auch nicht hin, die Kings so ein bisschen in Transition zu stoppen. Boah, Nikola Jokic geht da super vorbei, macht das stark. Beide Teams hier in Transition richtig stark. Und jetzt wieder die Sacramento Kings oder was? Extrem hohes Tempo bisher. Zumindest was die Abschlüsse angeht. Gar nicht mal vom Tempo an sich, aber was die Abschlussrate angeht. Beide haben nicht viel immer von der Shotclock runterlaufen lassen. Oh, Jokic muss da besser helfen, ein bisschen früher. Dann kannst du ihn locker stellen. Oh, Pennington kann da zum Korb ziehen. Nein, der Pass ist schlecht. Der Pass von Markkanen muss viel besser kommen. Viel direkter nochmal zum Korb, weil dann kann das was werden. Der Ball ist bei uns. Der Ball ist bei uns und jetzt haben wir Lauri Markkanen. George Pennington. Pennington gibt den nochmal ab auf Joseph. Holland natürlich, nicht Joseph. Der macht ihn aber auch nicht rein. Es bleibt ein sehr wildes Game und jetzt haben wir hier den Steal. Und jetzt haben wir hier nochmal JJ Holland. Pennington macht ihn rein. Macht ihn rein. 4 Punkte wieder. Und direkt wieder eingeworfen hier von den Sacramento Kings. Es geht hin und her. Timeout, okay. Die Kings nehmen hier ein bisschen Tempo raus. Wildes Game. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie so ein bisschen Tempo rausnehmen. Ich wollte gucken, wie Stevie Mensa war. Der ist ja gar nicht da. Vielleicht kann aber Little für diese Phase helfen. Und Chevion, der hat noch 100%. Der ist auch nochmal dynamischer, als es ein Lauri Markkanen ist. Chevion ist auch wieder fit, muss man sagen. Ich muss auch Morant wieder rein rotieren. Chevion also hier auf jeden Fall mit seinem Comeback erstmal. Dass er hier feiern darf. Holland stört da gut. Holland holt sich den. Und jetzt haben wir den Comebacker. Und jetzt haben wir George Pennington. Oh, er war am Aus. Das darf nicht wahr sein. Darf dir nicht passieren. Das darf dir nie und nimmer passieren. Hier sehen wir nochmal Jokic, der es versucht hat, aber Triple J hat Nope gesagt.
Ah, Foulspiel. War drittes Teamfoul, deswegen. Ne, viertes Teamfoul. Okay, wir haben doch keinen Foul mehr offen. Markel Fultz. Na, Long. Pennetton ist da. Nochmal abgespielt. Pennetton aber wieder gut geswitcht. Das war diesmal defense-technisch nicht so schlecht gemacht. Pennetton versuchte da dran zu bleiben. Das ist die Möglichkeit, aber da ist Al Holland. Da ist JJ Holland natürlich nicht. Al Holland, nicht sein Bruder. Und Pennetton lässt sich da nicht aufhalten von Long. Pennetton ist da einfach zu stark körperlich. Der kann sich da eben durchpowern. Long. Pennetton hatte das eben gut gemacht gegen ihn. Was jetzt? Offensives Foul. George Pennetton hier mit ganz wichtigen Aktionen. George Pennetton offensiv richtig stark. Und jetzt hier eben defensiv noch mit dem offensiven Foul, das er hier ziehen kann. Sehr gut. Pennetton kann ihn da Long wirklich aufhalten. Boah, das Foul. Also Long hat hier gerade riesen Probleme mit George Pennetton. Ach man, ey. Mach den doch rein, Bro. Das war immer ärgerlich, wenn der Erste das ist. Weil wenn der Zweite wenigstens nicht reingeht, hat man noch die Chance zum Rebounden. Jetzt ist es nur ein Punkt Unterschied. Und wieder Long. Pennetton bleibt dran. Na, jetzt kommt der Screen. Der Screen war aber nicht so gut, dass da irgendwie Long den machen konnte. Jetzt haben wir hier Pennetton. George Pennetton. Easy. Easy Bucket. George Pennant macht das stark. Ja, Long. Der denkt auch so, Alter, dieser Pennant kann immer jemand stoppen. Hoffentlich nicht, aus unserer Sicht. Boah, da lasse ich Long ein bisschen zu viel Platz. Und er macht ihn Gott sei Dank nicht rein. JJ Holland hat ihn zwar eingeladen, aber Gary Long macht den nicht rein. Und jetzt hier Long. Ja, macht den. 98, 98. Kann er auf 99 erhöhen. Macht er leider. Ein Punkt Unterschied nur, Leute. Long gegen Pennetton. Boah, Pennetton kommt da ganz easy vorbei und wird gefoult von Long. Und damit darf er gehen. Damit ist er ausgefoult. Er kann Pennetton nicht aufhalten. Macht er rein. 25 Punkte. George Pennetton. George Pennetton hier mit 25 Punkten. 26 und ein Punkt Führung für die Golden State Warriors. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir müssen das gewinnen. Nicht können, nicht sollen, sondern müssen. Timeout der Kings. Sacramento hier nochmal mit einer Timeout. Wir bringen Toby mal rein. Little lasse ich erstmal noch drin. Lassen wir auch erstmal so. Sollten wir gleich in Possession sein, kann man dann auch nochmal switchen. Sofern man das will. Tobi aufpassen, bloß nicht unnötig faulen. Clayton, Pennetton verteidigt das gut. Pennetton ist jetzt überall mit am Start. Triple J nochmal den Ball abgeben. Fultz. Boah, Clayton nimmt den. Trifft ihn nicht, der Ball ist bei uns. Little, Pennetton. Der Fake von Pennetton und dann geht er da gut vorbei und macht ihn rein. George Pennetton hier mit dem nächsten absoluten Klatschbucket. Stark. Ganz stark hier von George Pennetton, was er da spielt. Absolut das Spiel übernommen hier. Absolut das Spiel übernommen und auf eine 3-Punkte-Führung jetzt. Ausgebaut. Toby muss aufpassen. Gegen Fultz. Ah, da darf man ihn so nicht gehen lassen, aber Fultz nimmt den Midranger nicht. Was natürlich nicht so doof ist. Jetzt Clayton. Jetzt wollen sie den doch nehmen und der ist kein End-One. JJ Holland fouled, aber Gott sei Dank nicht per End-One. Jetzt müssen wir hoffen, dass Clayton den verkackt. Perfekt. Perfekt, jetzt muss er den fast freiwillig verkacken. Ne, der geht rein. Wir nehmen natürlich die Timeout. 15,1 Sekunden. Werden eh faulen. Ja. Zweites von Clayton und jetzt hat gleich Pennetton die Chance von der Freiwurflinie. Gott sei Dank. Gott sei Dank macht er ihn. Bei dem war ich mir gerade nicht mehr sicher. Der ist gut. Der ist gut und die Kings haben vor allen Dingen auch keine Timeout mehr.
Die Kings haben keine Timeout mehr. Wow. Wow, sie holen sich den Rebound. Ah, den holen sie sich nicht nochmal. Und jetzt haben wir Pennington. Eigentlich wollte ich den gar nicht mehr nehmen. Das sollte nur ein Fake sein. Aber hey, wir gewinnen das Game 104-100. George Pennington unter anderem. Oder was er jetzt unter anderem ist, der Hauptverantwortliche dafür, dass wir in dieser Endphase des Spiels das Ding gewonnen haben. Puh. Genau diese Engduelle sind es jetzt hier in dieser Endphase der Saison. Viviano Ray hier mit 24 und 10. Schönes Double-Double, reicht aber am Ende nicht. Dann haben wir hier Gary Long, der da am Ende gegen Pennington verzweifelt ist, der ja wirklich 30, 8 und 5 auflegt, 3 Steals, 10 von 18 Dingern, 3 von 7 Dreiern. Da hat er sich die Quote einen Ticken kaputt gemacht mit dem letzten Wurf. Hätte er sogar 50% am Ende. Und wir haben den Sieg geholt. Wir haben den Sieg geholt. Davor hatten wir gegen New York verloren. Umso wichtiger, dass wir hier jetzt wieder gewinnen konnten. Was wir jetzt auch mal machen, ist natürlich einmal auf die Talente gucken. Denn wir haben ja jeweils immer verschiedene. Wir nehmen mal NBA hier und gucken auf die ersten 7 Talente. Wir haben hier nämlich einmal Clifton Morrison, einen 18-jährigen Power Forward. All-NBA in ja, Potential hat er. Zeigt im Spiel bessere Dunks als die meisten Leute im Training. Also wirklich geiler Finisher am Korb. Kann Würfe aus Midrange verwandeln und kann bei Penetration recht ordentlich Kontakt aufnehmen. Das ist auf jeden Fall auch stark. Wenn man hier mal guckt, ist halt sehr, sehr gut gerade dahingehend. Also danken kann der brutal. Das wird wahrscheinlich instant einer der besten Dunker der NBA. Midrange und Nahdistanz kann er auch. Nur Dreier sind seine Schwächen. Da ist er nicht ganz so stark, muss man sagen. Na gut. Was hat denn er am Potenzial? B. Danach kommen wir hier zu Rolando McAllister. Er ist eins. Übrigens ist er hier 2,7 Meter groß noch. Dann haben wir den 21-jährigen Rolando McAllister, hier einen Shooting Guard. Guter Dreierschütze, ordentliche Defense, die er mitbringt. Potenzial ist auch vorhanden aus Washington, der Mann. All-NBA-Niveau. Kein überragender Manndecker, aber leistet ordentliche Arbeit. Kann punkten, wenn aufgepostet, also kann anscheinend den Fadeaway und Co. Und versenkt regelmäßig mit tödlicher Präzision. Also auf jeden Fall auch ein interessanter Mann hier. Aber 3 Jahre älter als Morrison, muss man sagen. Dann der 20-jährige Bullard. Aus Wake Forest Center, 2,19 Meter groß. Im besten Fall wird er All-Star. Hat das Potenzial, es in der Liga zu bringen. Kann von niemandem in seiner Position verdrängt werden. Mit 114 Kilo hat er dann natürlich ordentlich was auf den Rippen. Und hervorragender Wurfblocker ist er. Man sieht auch direkt, Dreier auch bei ihm nicht die Stärke. Das ist wahrscheinlich echt jemand, der Defense-technisch stärker ist. Das sieht man ja auch bei Defense insgesamt. Post-Defense A sogar. Rebounding ist ja ganz gut, ist aber eher ein Center der klassischen Bauart. Dann haben wir Gary Baxter Noelika. Auf jeden Fall hier Gary Baxter Noelika aus Jacksonville. Ein 2,6 Meter großer Small Forward, also von den Längenangaben schon mal sehr gut. Guter Midrange-Scorer, sogar sehr guter Midrange-Scorer hier. Dreier kann er auch. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Bringt anscheinend viel Potenzial mit A+. Interessant, hier sehen wir es auch nochmal, gerade das Midrange-Game ist richtig stark bei ihm. Foul kann er auch gut ziehen, guter Wurf-IQ und Potential immerhin bei A+. Also es scheint wohl der momentane zu sein mit dem meisten Potenzial. Hall of Fame-Potential, okay, das ist richtig. Also da ist das die Möglichkeit sehr, sehr hoch, wo er hinkommen könnte. Kann Würfe aus mittlerer Distanz auf jeden Fall wandeln, dann passt Sabler Richtungswechsel. Annehmbare Beweglichkeit und fantastischer zweiter Sprung. Also auch dahingehend ist er nicht schlecht. Dann haben wir einen Deutschen hier, tatsächlich einen 18-jährigen Deutschen, 1,98 groß, und zwar Lars Schiffling, einen Small Forward mit All-Star-Potential. Kann sich an guten Tagen ordentlich Verteidiger frei dribbeln. In seiner aktuellen Entwicklung ist er gut, aber nicht großartig im Stil von Bällen. Und mit der richtigen Führung kann er ein Star dieser Liga werden. Okay, also hier mit Lars Schiffling, ein sehr interessanter deutscher Mann mit dabei. Seine größte Waffe sind hier die Würfe aus der nahen Distanz oder aus der Midrange. Hat eine sehr hohe Wurf-IQ, sehr gutes Ballhandling. Für einen 2,3 Meter großen Mann. Ordentliche Hände bringt er mit. Offensive Konstanz ist ebenfalls mit am Start. Defensiv definitiv anfälliger, das muss man schon sagen. Aber gut, A-Potential. Lars Schiffling, der 2,3 Meter große Small Forward, ein interessanter Prospect auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu den letzten beiden für heute, und zwar Murray Hendricks hier aus Central Florida.
ein Point Guard, 1,88 groß insgesamt. Absolute Stärke in Sachen Dreier. Das ist seine Spezialität, die Dreier hier reinzumachen. Hat aber nicht das höchste Potenzial, auch in anderen Kategorien nicht überragend. Das ist halt eher so jemand, wo du, wenn du den kriegst, dann weißt du, okay, das wird jemand, den lässt du Dreier shooten, das ist seine Aufgabe. Und in anderen Sachen ist er nicht so gut. Er hat auf jeden Fall Potenzial, sehr gute Reflexe, erstklassige Antizipation und scheint ein Gespür für Steal zu haben. Kann kaum danken, kein guter Finisher. Okay, kann er denn stealen? Was hat er denn bei Steals? 71, okay. Also dahingehend ist er auch ganz ordentlich. Kann Bälle stealen und vorne vor allen Dingen die Dreier verwandeln. Und dann haben wir den letzten fürs Erste, und zwar Tony Lewins aus Massachusetts. Einen Center. 73,3 ist jetzt auch nicht überragend, aber nicht katastrophal. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Der ist ja noch 18 Jahre gerade mal jung. Bedeutet, wenn der sich dorthin gehen entwickeln, könnte er mit der Zeit auf jeden Fall ein Stretch-5er werden. Hat auch eine gute Defense in der Zone, der 2,11 Meter große Mann, 115 Kilo schwer. Da hat er auch eine ordentliche Stärke auf jeden Fall und Potenzial ist auch vorhanden. Okay. Kann hier, hat tatsächlich eine gute Sprungkraft und deswegen gut am Brett, ist in der Lage, seine Position in der Zone gegen die meisten Verteidiger zu behaupten. Und solide Rumpfmuskulatur, was ihm beim Rebounden hilft. Tut sich schwer, vor seinem Mann zu bleiben, mittelprächtige Beweglichkeit. Das ist eben nicht sein Spiel, dass er da irgendwie beweglich am Perimeter verteidigt. Die Prospects von 8 bis 14 gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, wo die Superjets gefühlt 10.000 Picks hintereinander haben. Aber da gucken wir beim nächsten Mal rauf und gehen jetzt erstmal nochmal ein bisschen vor und schauen mal, wo wir dann als nächstes reinspringen werden. Wir gehen hier jetzt rein, Leute. 4 Minuten 18 zu spielen gegen die Miami Heat. Leider ist George Pendleton verletzt. Ausgefault. Leider ist der ausgefault. Das heißt, hier gegen Miami müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir ohne George Pendleton klarkommen. Und ich muss sagen, ich habe vergessen, Ja Morant reinzurotieren, als auch Chevion. Mein Fehler. Trotzdem lief es nicht so schlecht, das kann ich schon mal sagen, aber da gucken wir gleich drauf. Nikola Jokic. Lauri Markkanen kommt da zum Screen. Nikola Jokic ist, glaube ich, schon ein Mismatch, oder? Boah, und dann kriegt er den Ball gesteelt. Oh, Jokic, das ist schwach. Holland. Nochmal der Kickout. Kevonte George. Holland stört da gut. Stark gemacht von Holland. Ganz stark gemacht. Nee, der war drinne. Oh, das habe ich im ersten Moment überhaupt nicht gesehen. Nikola Jokic kommt für den Screen. Sie lassen Jokic alleine. Kann er den Dreier? Nikola Jokic kann den Dreier. 11 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists. Nikola Jokic mit einem absolut wichtigen Dreier hier. Garner ebenfalls mit am Start. Covington gegen Jokic, sehr interessantes Matchup und Covington ist ins Ausgelaufen. Covington läuft hier ins Aus, das ist natürlich semi-optimal für sie. Für uns sehr gut. Terminkalender der Miami Heat gegen die Trailblazers, Knicks, Sixers und Spurs. Interessante Aufgaben auf jeden Fall für die Heat. Und jetzt haben wir hier Drew Joseph. Nikola Jokic mit dem Screen, Drew Joseph. Gibt den nochmal ab. Jetzt hier Bam Adebayo mit am Start. Der Screen. Ah, Joseph verliert den Ball tatsächlich. Verliert den Ball. Garner, warum bist du da eben so stehen geblieben? Garner verteidigt es dann aber nochmal richtig gut. Das war dann nochmal richtig gut verteidigt, muss man sagen, von ihm. Boah, jetzt hier nochmal der Dreier. Der ist auch nicht drin. Der ist auch nicht drin. Und jetzt der Ball hier auf Drew Joseph. Macht er den? Boah, Garner, spring doch nicht. Ich hab doch nicht drauf gedrückt, dass du springen sollst. Bleib doch da, dann hast du den. Ärgerlich. Jetzt nehmen sie den Dreier und der ist dann drin. Sehr, sehr ärgerliche Sequenz hier gerade. Joseph. Joseph versucht sich durchzuhasseln. Markkanen. Der Block war eigentlich gar nicht mal so übel von Holland. Auch wenn er dann nicht ganz durchgeht. Boah, schöner Fake. Schöner Fake von Holland und dann stopft er den rein. Stark. Ganz wichtig, dass er hier jetzt einmal faked, den Gegenspieler hochsteigen lässt und dann denkt er sich einfach, komm, den mache ich jetzt rein. 4 Punkte Unterschied. 2-Possession-Game. Das kann sich natürlich schnell ändern. 4 Punkte sind nicht viel. Vor allen Dingen nicht, wenn Lauri Markkanen hier jemanden verteidigen muss. Markkanen muss ganz schnell raus.
der ist einfach zu langsam. Markkanen ist ein guter Spot-Up-Spieler, aber ist keiner mehr, der jemanden verteidigen kann. Holland. Holland wird gefoult, stark. Zieht da das Foul gegen De La Rosa und macht ihn dann rein. Perfekt. JJ Holland macht den rein. Boah, den macht er nicht. Den zweiten macht er nicht. Oh, das ist das Mismatch. Dass er nicht macht. Dass er nicht macht. Und da wird Joseph beim Dreier gefoult. Banks mit einem Geschenk. Banks mit einem ganz großen Geschenk. Weil er Drew Joseph bei einem wilden Dreier foult. 21 Punkte Drew Joseph. Oh, come on. Der war eigentlich auch... Also der hätte daneben gehen können. Der war nämlich echt scheiße vom Timing her. Aber hey, komm. Der ging rein, immerhin. Banks. Oh, da hat Jokic, sage ich schon, Jokic schläft da ein bisschen. Nikola Jokic kommt jetzt hier. Ah, sie lassen Jokic frei. Er faked das erstmal hier. Na ja, doch Pick and Roll. Na. Boah, der Ball war da weg. Jetzt brauchen wir Chevion mit Power. Jetzt brauchen wir Chevion mit Power. Der Pass ist interessant. Weiß aber nicht, ob das so gut ist. Geben den Ball tatsächlich nochmal ab. Dann ist der nämlich nicht drin, weil sie es maximal kompliziert gespielt haben. Holland. Jetzt haben wir hier Joseph. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit und Chevion kriegt den Ball sogar. Kriegt er nochmal den Screen? Nein. Kann den aber nochmal abgeben auf Nikola Jokic. Den macht er nicht rein. Versucht sie sich da nochmal durchzubauen. Auch das klappt nicht. Jetzt brauchen sie eigentlich einen Dreier. Jetzt brauchen sie eigentlich einen Dreier. Oh, ich gehe zu früh hoch. Jetzt hätten sie einen Dreier gehabt eigentlich. Aber jetzt nehmen sie den Dreier. Das ist keine gute Entscheidungsfindung. Das war keine gute Entscheidungsfindung hier gerade von dem Miami Heat. Banks hätte den Dreier genommen. Hat sich nicht haben können. Hat sich nicht getraut. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Wir müssen den Ball nur auf diesen Mann hier bringen. Und jetzt kann Joseph, wenn er beide reinmacht, vielleicht die Entscheidung herbeiführen. Das war wieder nicht ganz sicher, Kollege. Okay. Gehen trotzdem rein. Gehen trotzdem rein. Das ist das Wichtigste. Timing vielleicht nicht das absolut Beste, aber die gehen rein. Übrigens haben wir da unten das Rookie of the Year Rennen. Momentan Lideka auf 1 vor Jones. Boah. Boah, super freigespielt. Überragend. Überragend gemacht von den Heat. Überragend hier nochmal freigespielt. Jeweils den nächstbesseren Mann. Foul von Banks. Und Drew Joseph ist jetzt gezwungen, die nächsten beiden reinzumachen. Joseph, bitte mal die nächste wieder so bei 100% einfach. Jawohl. Jawohl, mit Ansage. Stark. Drew Joseph. Drew Joseph, Drew Joseph, Drew Joseph. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier defensiver Schwerpunkt definitiv alles switchen. Protect Perimeter. Um Rebounds kämpfen, ganz wichtig. So. Jetzt gucken wir mal. Wir werden natürlich versuchen, sich frei zu spielen. Schwierig. Er könnte den nochmal abgeben. Sie machen den nicht rein. Haben wir ein Glück. Der hat zwei, dreimal schon reingeluckt, dieser Ball. Aber der geht am Ende nicht rein. Und JJ Holland ganz sicher. Ganz cool an der Freiwurflinie. 5 Punkte Unterschied. Das ist die Entscheidung. Also, dass die Heat jetzt 6 Punkte einholen, glaube ich nicht dran. Da glaube ich jetzt nicht mehr dran. Gucken wir mal. Ah, auch da. Nein, den machen sie nicht rein. Sie faulen tatsächlich sogar nochmal.
Das war wahrscheinlich schon gar nicht mehr nötig. Aber hey, J.J. Holland freut sich, der kommt dann am Ende nochmal auf 20 Punkte, was für ihn auf jeden Fall nochmal ganz positiv ist. Macht dann sogar 21 Punkte und wenn die Heat wollen, können sie natürlich nochmal einen Wurf probieren. Wirklich Sinn macht das eigentlich nicht mehr. Nö, kriegt Holland sogar noch einen Rebound oben drauf. Ist doch auch cool für ihn und seine Stats. Am Ende gewinnen wir 124-116, die Miami Heat verlieren dieses Duell gegen uns. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Ganz, ganz wichtiger Sieg für uns. Joseph 26-8-8-2, überragend performt. Pennant mit einem Triple-Double. J.J. Holland stark. Also wir gewinnen hier am Ende gegen Covington und Co. Nur was bedeutet das insgesamt, ist die Frage. Denn wir sehen, wir hatten ja New York, dann Kings. Dann hatten wir gewonnen gegen die Washington Wizards. Ganz wichtiger Sieg mit Joseph, J.J. Holland und Co. Dann gegen die Mavs ganz knapp gewonnen gehabt. Also ganz knapp, obwohl das vierte Viertel extrem an die Mavericks ging. Leider die Niederlage gegen die Hawks kassiert, gegen Taylor, Gilliard und Co. Und dann aber jetzt dieser Sieg gegen die Heat. Bedeutet, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele vor uns. 7 Spiele haben wir noch vor uns und momentan jagen wir die Denver Nuggets. Wir jagen die Denver Nuggets, leider spielen wir nicht mehr gegen sie. Leider spielen wir nicht mehr gegen sie. Es sind 2 Siege Unterschied, Leute. Bevor wir aber die Folge beenden, will ich natürlich erstmal alle wieder reinrotieren, die reinrotiert gehören. Ein Ja Morant beispielsweise. Aber auch ein Chevion gehört natürlich absolut reinrotiert. Ja gut, wir haben jetzt natürlich hier Markkinen. Den nehmen wir tatsächlich raus, damit Chevion dort spielen kann. Also, dann Pennington geht auf 37 Minuten. J.J. Holland kriegt 36 Minuten. Chevion kriegt knapp 30 Minuten. Morant kriegt 33 Minuten. Markkinen kriegt dann erstmal seine 10 Minuten. Dann haben wir Garner und Joseph. Ja, so passt das. Weil ich will auch einen Jokic jetzt nicht allzu viele Minuten mehr geben. Von mir aus kann er noch 2 mehr haben. Aber das muss dann erstmal so passen. Auch hier Garner von mir aus so, dass Markkinen am Ende auf 13 Minuten kommt. Und dann passt das fürs Erste. Ich meine, Mensah, wie lange fällt der noch aus? Wo haben wir denn die Ausfallzeit? 1 bis 2 Wochen noch. Okay, der wird nicht mehr mit eingreifen. Und bei Shea sind es noch 6 bis 8 Wochen. Der wird auf gar keinen Fall auch mehr eingreifen. Sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Dann haben wir die Entscheidung, ob wir ins Play-In kommen oder ob die Saison leider schon beendet ist. Wir finden es in der nächsten Folge heraus. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.